Hallihallo und willkommen zurück bei Minecraft. Neue Aufnahmesitzung. Gleich am Anfang will ich euch mal warnen, dass hier, falls ihr Probleme habt mit Bauchgeräuschen und so weiter, es hat mich wieder erwischt. Nein, ich habe keinen Hunger, mir geht's wunderbar, ich habe auch keine Schmerzen, alles ist prima, aber mein Bauch grummelt aus irgendwelchen Gründen wirklich so grässlich. Es gibt schon gar nicht mehr. Wir spielen hier übrigens auf dem Release Candidate 1 von Minecraft, vom Nether Update. Und da kann ich nur mal sagen, Mojang, da habt ihr mal wieder richtig was verkackt, ne? Weil ich habe diese Aufnahme hier schon mal angefangen, eben gerade. Und dann festgestellt, dass meine gesamten Einstellungen verstellt waren. Und dass das Spiel sogar im Windowed-Mode gestartet ist. Und deswegen, als ich das dann umgestellt habe, die Aufnahme abgebrochen ist. Ach, es war alles schrecklich. Wolken waren an. Also so ziemlich alles, was ich mir eingestellt hatte. Ja, ich lasse nur die ganzen Bögen, außer dem richtigen Honks Rache hier, die verzauberten. Ich darf jetzt nicht vergessen. Ich will jetzt ein paar Sachen mitnehmen. Hier, die Item Frames können auch mal hier rein. Das TNT nehme ich mit aus Gründen. Das nehme ich mit aus Gründen. Ich darf jetzt nichts vergessen, verflixte Axt. Nehme ich das mit? Ach nee, das muss ja rot sein. Stimmt ja, Entschuldigung. Ich muss mal kurz hier rüpsen. So, manche Dinge ändern sich nie. Warte, wir hatten hier noch mehr Sachen, die ich brauchte. Also TNT habe ich mit. Habe ich auch das Flint and Steel brauche ich. Und das Nametag habe ich mit. Ich darf jetzt echt nichts vergessen. Ich möchte noch mal ein bisschen Dirt mitnehmen. Also so ein bisschen, ne? Also so zwei Stacks. Dann den ganzen Netherrack-Kram hier und die ganze, den ganzen schwarzen Beton. Wir gehen nämlich nach St. Ursula. Wir machen nur kurz mal einen Abstecher rüber nach Horstieheim, um dort sicherzustellen, dass dort auch wirklich alles sicher ist. Und wir müssen noch einmal kurz rüber zum Arkan-Institut, denn Wilma sitzt da noch, habe ich das Gefühl. Und ich will Wilma mithaben, weil sie so schön nervt. Also mit dem Hund zusammen. Ich kann mir vorstellen, wir die dunkle Abtei in St. Ursula bauen. Nein, Pferd, du kannst leider nicht mit, weil es übers Meer geht. Aber warum gehe ich so langsam? Warte. Ja, ne, manche Einstellungen sind immer noch nicht zurückgestellt. Ich muss mal kurz... Jetzt seht ihr mal, wie meine Controls sind. Sprint. Das geht nämlich hiermit. So. Fuck. Mojang. Die hatten mir auch die Wolken wieder eingestellt. Ja. Siehst du? Außerdem habe ich zwischendurch ein anderes Spiel gespielt. Was soll das? Warum muss Mojang die Einstellungen zurückstellen? Sie hatten sogar die Sichtweite, also auf 12. Ich glaube sogar 8 Chunks zurückgestellt. Sie hat mir die Wolken wieder eingeschaltet, die ich mit Grund abgebaut abgestellt habe, weil wenn man hochbaut, ich mag es einfach nicht, wenn mir die Wolken durchs Haus fliegen. Das ist mir unangenehm. Mecker, 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 mecker. Ja, Mojang, da musst du das mal richtig machen. Aber warum stellen die die Einstellungen zurück? Das hat irgendwie keinen Sinn. Ja, aber es ist der RC1, habe ich jetzt gesehen, also Release-Kandidat. Es gilt wohl nicht mehr... Es gilt wohl nicht mehr als Snapshot. Ja, lasst mich erstmal da reinkommen. So, aber ich bin ja eigentlich ziemlich gut, bis auf, dass ich vergessen habe, das Namensschild anzuwenden auf dem Amboss. Das muss ich jetzt auch nochmal machen. Ja, wir werden wohl im ersten Minecraft-Tag nicht drüben in Horstieheim ankommen, wie ich das sehe. Weil ich will auch nochmal die Kühe füttern. Will ich das oder will ich das nicht? Weißt du was, das lasse ich mal sein. Es ist ja jetzt nicht unbedingt notwendig. Ja, genau, der Seitenbutton von der Maus ist fürs Springen und fürs Schwimmen da. Genau. Daran muss ich mich jetzt nur noch gewöhnen wieder. Ich habe nämlich zwischendurch... Ist nicht wahr, ne? Es gibt zwei Seitenbuttons von der Maus. Ich lasse mal das Schwert draußen, weil ich habe da eben was klönkern gehört. Und ich habe den Verdacht, da unten hat sich irgendwo ein Skelett gemütlich gemacht in unserer Umgebung. Alter. Also wenn das Bauchgrummeln an manchen Stellen zu heftig ist, dann werde ich versuchen, das irgendwie zu schneiden. Ich höre da was klinkern. Moment. Mhm. Mhm. Da war doch eben was. War da nicht eben was? Nö. Okay. Wir müssen nochmal runter in den Keller. Weil heute wird ein historischer Augenblick passieren. Der Hund wird benannt.
Und welchen Namen könnte mein erster Hund wohl haben, außer der legendäre Name Hundi? Das ist doch klar. Der Hund muss Hundi heißen. Unser Hund muss Hundi heißen. So. Warum nimmt er TNT mit und ein Feuerzeug? Was hat er nur vor? Und warum nimmt er Rotstein mit? Hundi, ich hab was vor mit dir. Komm mal her. Komm mal her. Hundi! Screenshot-Time. Hundi, Hundi, Hundi. Ach nee, dann ist der Name ja gar nicht drüber. Alles klar. Bin ich heute mal wieder ein Honk? Okay, ich bin der Honk. Habe ich jetzt noch das Viehfutter dabei? Ja, ich habe das Viehfutter noch dabei. Dann können wir es auch verfüttern. Kack, die Wand an. So, und haben wir auch eine Schaufel dabei? Eine Schaufel dabei. Dann kann ich da nämlich noch mal ein bisschen was abgraben. Na, wir wollen ja die Schande da immer so ein bisschen. Ah! Krieg die Buttons auf die Reihe, Kollege. Ja. Ich kann es ja sagen. Ich habe GTA gespielt die letzten Tage ein bisschen. Und ich würde übrigens hier, das hört sich jetzt komisch an, wenn ich sage, ich habe GTA gespielt. Ich würde auch heute mit meinem grummelnden Bauch nicht aufnehmen, wenn ich nicht, man höre und staune, nur noch für ein paar fitzelige Tage Minecraft hätte und dann ist Feierabend. Und da ist jetzt dann wieder das Wochenende dazwischen, da will mich meine Freundin sehen. Und ich würde nicht zum Aufnehmen kommen. Und jetzt wunderst du dich wahrscheinlich, weil er hat doch gesagt, er hat immer so einen schönen Puffer. Hundi, hör auf, da rumzuhüpfen. Sonst mache ich Hundebeerdigung mit dir. Alter. Ich glaube, ich sollte die Buttons umlegen. Nee, wollte ich doch gar nicht. Komm, komm, mach das mal weg. Wenn ich das hier weggrabe. Ja, das geht. Und das geht, Digga. Ich will hier nämlich den ganzen Sandstein raus haben. Alter, ich muss die Tasten irgendwie entweder umbelegen oder mich schnellstens wieder dran gewöhnen, wie die gingen. Das ist ja peinlich hier. Ach, Katze, Hund. Ich will hier auffüllen und ihr macht es mir schwer. Hör auf, mich zu schubsen, Katze, sonst gibt's eine Katzenbeerdigung. Ganz ehrlich, ich kenne da langsam keinen Spaß mehr. Ich hol mal die Katze da unten raus. So, jetzt geht das aber. Schlimmer zu hüten als ein Sack Flöhe, ne? So. Und dann immer diese Fußschritte, die sich anhören, als würde da ein Creeper rumlaufen. Mecker, mecker, mecker. Ich mecker ja gar nicht. So, ich hoffe, diesen Bauchknurrer konnte ich jetzt erfolgreich raustun. Ah ja, so langsam gewöhne ich mich wieder an die Steuerung. Ja. Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe euch erzählt, ich habe immer einen guten Puffer, einen guten Zeitpuffer. Hund! Hundebeerdigung? Hundebeerdigung? Hundebeerdigung. Alter, ich komme hier nicht hoch. Wetten das? Weil der blöde Hund. Ist das nicht wunderschön? Die Freuden des Tierinhabens oder des Tierhaltens in Minecraft. Moja. Warum hast du meine Einstellung umgestellt, Moja? Komme ich noch hoch hier? Ja, super. Und du nervst. So. Ich wünschte schon wieder, ich hätte die Viecher nicht mitgenommen. Nee, was ich sagen wollte. Also ich sag ja immer, ich habe einen guten Puffer an Zeit, irgendwie so immer 2 Wochen oder so, die ich mir lasse, damit mir halt nicht die Folgen ausgehen. Aber ich habe in den letzten Wochen so viel Musik gemacht, wirklich, und ich hatte so viel Freude daran. Warte mal. Alter. Die Viecher machen mich wahnsinnig. Geh mir aus dem Weg, Wilma, ich muss ein Bett aufbauen. Ah, Dankeschön für das Kussi. Wenigstens das. Ey, geil. Nur eine halbe Folge bisher. Katze, wenn du nicht unbedingt eine draufkriegen willst, dann musst du echt dir mal andere Positionen suchen. Das geht so nicht. So. Komme ich da noch rein? Und dann immer dieses Bauchgegrummel. Nee, und hab halt sehr, sehr viel Musik gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nicht nur am Tubenwurst-Album gearbeitet, sondern auch noch an einigen, also an 2 anderen bisher hier noch nicht genannten Projekten, die ich auch hier nicht nennen werde, weil das ist eine kleine Überraschung.
Und es ist ganz besonders eine Überraschung für Leute, die meine Projekte bereits kennen. Und die Überraschung möchte ich meinen Leuten nicht kaputt machen. Deswegen erzähle ich hier mal lieber nichts und sage einfach nur Top Secret Projects. Komm da raus, du blöde Katze. Komm da sofort raus. Alter, dann gehe ich einfach hoch. Begrab die Olle. Pass auf. So. Da kommst du nie wieder raus, Katzenbeerdigung. Zack. Kann die sich da rausporten? Versuch das jetzt. Haha, die konnte sich da rausporten. Jetzt habe ich da ein Loch unterirdisch. Ich mache mir hier einen vollen 64er. Bitte nicht in die Hand. Und Katze und Hund. Ihr bleibt mal bitte beide hier. Ja, ich sollte mit dem Kuhfutter erstmal in die Weide ein bisschen reingehen, ne? So, dann füttern wir noch mal ein bisschen hier. Muss auch nicht alles gefüttert werden. Ganz so viel Leder brauchen wir ja nicht mehr, obwohl Bücher können wir immer gebrauchen. Ich will auch noch ein paar Bücherregale für mein Schlafzimmer oben und so. Ich will das ja alles noch schön machen. Oh, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Pillager. Ja, hier, ich brauche gleich wieder euren guten Muhsaft. So, jetzt ist aber gut. Ich will nicht, dass die Pillager mich jetzt sehen. Fuck. So, dann mal. Dann zeigen wir ihnen mal unseren Bogen. Oh, alter Kuh, geh weg! Pass auf, die hauen noch ab. Und die? Katze, du kannst auch ruhig mitkommen. Onkel zeigt dir jetzt mal, Papa zeigt mir jetzt mal, wie man Pillager platt macht. Oh, Hundi greift ein. Oh, das ist eine ganze Menge. Die haben meinen Hundi gehauen. Hundi hat das Teil tot gemacht. So, dann brauchen wir gleich noch Fleisch für Hundi. Kann man dem jetzt inzwischen gebratenes Fleisch geben? Geht das? Warum ist mein brennender Pfeil nicht available? Kann ich, Hundi? Hier, nimm mal ganz viel. So. Hundi ist auch wieder gesund. Das Zeug ist noch nicht zur Ernte bereit. Warum habe ich denn noch Schaufel? Ach, weil ich mich habe von Katze ärgern lassen. Und ja. Somit ist die erste Folge dann wieder hier in der Nähe von Honky Island verbracht worden. Es tut mir schrecklich leid. Nee, aber wir haben ja noch Zeit. Wir sind ja noch nicht in der zweiten Folge. So, dann zeigen wir mal, was wir im Inventar haben, ob wir da irgendwas wegbringen müssen. Haben wir ein Voluntary. Ah, wir haben ein Voluntary Exile. Fuck. Also Leute, es ist nicht meine Schuld, dass wir jetzt nichts Produktives machen. Es ist die Schuld der Pillager. Der Pillermänner, die haben mal wieder alles kaputt gemacht. Die haben mal wieder meine ganze Planung zerstört. Kackfrosche. So, ganz so viel Sand brauchen wir nicht. Das ist wirklich eine Menge hier. Das ist Sandstein. Aber wir haben wieder einen Banner. Geilo. Jetzt ist das wenigstens symmetrischer draußen. So, ja, wir brauchen mal einen Eimer. Müssen wir doch wieder rüber zu den Kühen und hast du nicht gesehen und pipapo. Alter. Da will man schon mal die Aufnahmesitzung effizient anfangen und dann, warte mal. Das war herzhaft. Ey, Bauch krummelt auch nicht mehr. Ich glaube, das musste raus. Was sind das da? Ach so, Fische. Das sieht in letzter Zeit alles so schrecklich aus. Hier das Loch, da müssen wir irgendwas mitmachen. So, Strullekuh. Komm mal her. So, erstmal einen guten Eimer Muhsaft hier. Und den Eimer bringen wir auch wieder rüber, weil wir müssen sowieso das Banner aufhängen. Alter, hin und her und rein und raus. Rein und raus wäre gut, aber hin und her. Naja, ich habe ja gar nichts gesagt. Ja, das mit den Mauern müssen wir hier auch noch mal fertig machen. Dann kommen hier ein paar schöne Sonnenschirme hin und ein paar schöne Sonnenliegen und so weiter und so fort. Und dann ist das ein Ballermann-Strand à la Honkheim. Ja, Honky Island natürlich. Macht bitte die Türen wieder zu, Tiere. Wir haben hier keine Lust auf Besuch. So. Ich habe ja sogar noch Eisenpferderüstung. Ah ja, das Pferd da draußen, das kriegt natürlich auch noch einen Stall.
Und die. Pass auf, der macht die Tür wieder auf, der blöde Kütz. Ja, er hat die Tür wieder aufgemacht. Hoffentlich ist sie auch wieder zugegangen. Aber. Alter. Tut mir leid, ich bin der Honk und ich baue mir eine Beerdigung. So. Jo. Schaut. Nee, Bauchkrummeln ist doch noch nicht zu Ende. Wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Wir fahren nur einmal kurz rüber nach Horstieheim, um zu gucken, ob die gesamten, also wir machen einen Mauerpenetrationstest. Wir werden schauen, ob die gesamten Mauern ja sozusagen einbruchsicher sind, weil aus dem Grunde, wenn wir jetzt, also St. Ursula ist ziemlich nah an Horstieheim dran und da möchte ich ein paar Nächte auch wach bleiben, wenn wir da halbwegs sicher sind. Also, wenn wir da eine kleine Dreckmauer rumgezogen haben und nicht für jeden erreichbar sind, dann will ich ein paar Nächte wach verbringen, damit wir hier mal ein bisschen Phantom-Action kriegen. Da habe ich nämlich mal Bock drauf irgendwie. Ich habe neulich nochmal wieder meine legendäre Folge oder die Folgen gesehen des englischen Let's Plays, das übrigens eingestellt wurde. Tut mir leid, muss ich nochmal erwähnen. Habe ich mir nochmal angeschaut, wo ich gegen Phantome gekämpft habe und das war so lustig und deswegen, achso, ja, auch so eine Umstellung von Tasten. So, hier ist alles soweit sicher. Alter, die Pflanze da, die hat mich eben voll weggecreept. Was? Warum habe ich eigentlich keinen Hut auf? Ist mir tatsächlich die, oh, aber die Rüstung sieht wirklich scheiße aus, ne? Die müssten wir irgendwie demnächst mal, nicht nur irgendwie, die müssen wir mal ersetzen. Möglichst bald. Was machst du denn hier draußen? Du Horst. Pass mal auf, wie kommt denn der hier raus? Geh da wieder rein. Geh da sofort wieder rein. Jo, danke. So, der kommt gleich mal weg. Ist hier ein Loch in der Wand? Nö. Also hier nicht. Muss mal gucken, ob drin irgendwo vielleicht auch ein Stepstone ist. Also müssen wir noch rein in die Hütte. So. Gehen wir hier noch ein bisschen oben drauf. Falls die Viecher tatsächlich springen können sollten. So, also hier ist eigentlich alles sicher. Hier ist auch... Ja, okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie akrobatisch die Mobs-Dropse sind. Vielleicht können die ja mehr, als ich denke. Aha. Ja, hier möchte ich auch nochmal einen hinsetzen. Und da auch. Wer weiß, wie akrobatisch unsere... Ah, hier könnte der Dorfi rausgekommen sein. Da oben steht die Katze jetzt auf dem Dach. Ja. Stehen die... die Golems stehen wieder auf den Dächern von den Häusern. Seht ihr das? So, ich möchte hier vorne nochmal extenden. So. Dann gehen wir hier nochmal rum. Ich glaube, ich habe hier alles sicher gemacht soweit. Das da sieht nicht so sicher aus. Ich sehe da ein paar mögliche... Hier, da. Ganz schlimm. Wie kommt das? Ich dachte, ich hätte hier alles sicher gemacht soweit. Auch da oben, glaube ich, könnte irgendwas rüberkommen. Ich will das möglichst sicher machen, weil wenn ich dann wegen Phantomen die Nacht wach bleibe drüben in St. Ursula. Alter, diese Golems. Glaubt ihr, ich hole die jetzt da wieder runter? Nö, mache ich nicht. Arschlecken. Entschuldigung. Ist so. Poko lutschen. So. Also, ich würde sagen... Oh, Bauch brummelt wirklich grässlich. Ich würde sagen... Oh, mir schwitzt die Lippe. Hier ist es total warm gerade. Ja, ist ja toll. Jetzt wird es gerade Nacht. Noch will ich nicht wach bleiben. So. Und wie gesagt, wenn ich noch ein bisschen honkiger als sonst rüberkomme, das hat was damit zu tun, dass hier die Controls vergriffen wurden. Da drüben ist noch eine Katze, die uns nicht gehört.
Katze, könntest, Wilma, könntest du bitte von dem Bett runterkommen? So. Ja, wo haben wir das Boot? Drüben. Wieder rein.